Ja, ich habe es davor auch angezockt. Ich glaube, das ist eher so ein Multiplayer-Spiel. Weil es bei mir eingestellt ist. Also ich habe davor das angezockt, ich fand's geil. Aber das Game kenne ich überhaupt gar nicht. Beziehungsweise diesen Teil. Die Zombies sind sehr hungrig und sie haben eine lange Zeit gewartet. Versuchen Sie doch bitte am Leben zu bleiben. Aber ich werde nicht drauf wetten. Geil. Mine.
Tag ist endlich gekommen. Wir setzen ihr Experiment vor. Hat lang genug gedauert, aber damit ist jetzt Schluss. Wir fangen mit der verlassenen Umbrella-Forschungsanlage an. Sie werden genug Forscher dort finden oder was von ihnen übrig ist. Hey, Sie sind noch am Leben. Irgendwie gemäß und Protokoll hebe ich Schwierigkeiten. Damit wir uns verstehen, 3A7. Wenn Sie scheitern, sterben Sie und ich verliere meine Chance auf Aufstieg. Wir setzen im selben Boot, Kumpel. So, das ist jetzt Teil 2. Abraham Jackson. Die Überlebensrate der Experimente war letztes Jahr viel zu niedrig. Die große Nase von Aufsichtsgremium hat mich beauftragt, sie effektiver zu machen. Ich werde nicht dieselben Fehler machen. Fangen wir mit der BDW an. Das sollte ihre Chance verbessern. Okay. Kann ich hier keine Waffen wechseln? Natürlich nicht. März 13.2012. Ein vom T-Virus verwüstetes Gebiet. Die Hölle auf Erden. Darum habe ich Ihnen Waffen zum Überleben mitgegeben. Setzen Sie Weiße ein und Sie werden vielleicht mit dem Leben davon kommen. Bin ich die ganze Zeit hier im Labor? Erhöhen Sie Ihre Stufe, um verschiedene Objekte freizuschalten. Okay, cool. Mehr Pep.
Irgendwie ist das dieser Resident Evil Teil komplett anders. Ich muss auch Punkten machen. Verzögerte Flinte. Laut BSAA Kampfhandbuch ist die weite Streuung der Flinte effektiver gegen Infizierte als hochpräzise Waffen. Nun, wir werden die Theorie der Praxis testen müssen. Glückwunsch zum Geburtstag. Hier ist eine Flinte. Setzen Sie sie gut an. Ich werde genau darauf achten, welche Daten Sie mir damit liefern werden. Ich glaube, im Online-Modus macht es mehr Bock als Einzelspieler. Vorzüge der Flinte. Weiter Spaß. Ah, okay, ich kann zwei Waffen benutzen. Ist der blöd. Ich mach das Dumbock. Selbst ein drittklassiger Söldner kann es sehr schaffen. Der echte Test beginnt jetzt. Überleben Sie die 3A7 und Sie werden beweisen, dass Sie eine Stufe über den anderen stehen. Ich will mal gucken, was Belohnung ist. Okay, cool. Amita Umbrella, Ella, Ella, E, E, E. Vanessa Umbrella, E, 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 E.
Potenzial der Versuchungsperson. Jetzt soll es brutal gehen. Wer will dich? Komplett anders hier. Dann muss ich nur mit der Pistole rennen? Patronen, oh geil. Sehr guter Tank. Genau, neben noch dazu. Okay, wir probieren es mal aus. Mine.
musst halt aufpassen. Sehr gut. Oh, gut. There it is. Ja. Sagt man so schön, zwei Versuche. Beim dritten Mal schaffen wir es. Hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich ins Feld geschickt werden wollen. Selbst im Training brauchen sie das Risiko, um ihre Motivation zu finden. Ah, geil, jetzt habe ich wieder. Habe ich zwei Waffen. Das ist sogar viel besser. Viel, viel besser. Wir haben einen Sonderzugang zu dieser Einrichtung erhalten, um wertvolle Kampfdaten zu gewinnen. Also machen Sie Ihr Ding und versuchen Sie nicht zu sterben. Sie springen automatisch über niedrige Hindernisse, wenn Sie in Bewegung sind. Au, au, au. Miyamo Ketchup. Ruhe der Geplagten. Ja, so heißt es ja auch. Oh yeah. Das Spiel geil. Sehr gut obtained. Es gibt ja noch so ein Motiv. Ja, Spiel. Resistenz. Also Resistenz. This one's mine. Und dann noch so ein Teil. There it is. Komm, das war Glück. Ich finde hier die Zombies viel geiler, die sind etwas langsamer. Okay, einige sind ein bisschen schnell, aber scheiß drauf. There it is. Ab.
mit der Steuerung ist ein bisschen beschissen. Verdammt nochmal, ich muss doch hier nach unten machen. This one's mine. Jetzt nicht gedacht, dass ich hier nach unten machen muss. Alter, die vier Runden musst du doch machen. Vor als wäre ich im Internet, ey. Alter. This one's mine. Sample obtained.
Brauche ich Lebchen. Ja, das weiß ich. Wie geil. Funde der Höhle. Aufnahme beginnen nach 20 langen Reisestunden sind wir schließlich am Mittelmeer angekommen. Leider ist Honka auch hier. Das Arschloch für die Gültigkeit des CQBC nicht eingestehen. Ich hasse ihn und seine blöde Nase. Endlich mal aus diesem Loch da raus. Sample obtained. Hunde kommen jetzt auch geil. Nein, keine Patronen. Lass mich.
Muss ich die Mission ändern, weil Honkai mir dazwischen kam. Sie müssen uns Daten von der angegebenen Position schicken. Es ist erforderlich, dass sie ihre Position für eine Zeit sichern. Das verkompliziert die Situation natürlich. Shit, jetzt habe ich da was nicht gelesen. Egal. Boah, endlich mal. Alter, fängt schon mal gut an. Alter. Ah, okay, ich muss die Scheiße hier aufpassen. Scheiß drauf.
Alter. Blöden Hunde. Ich sehe die mir schon sehr auf dem Pickel. Auf dem Biss. Genau, Pickel. Zweimal. Die Karten. Schon wieder um. Alter, das war knapp. Alter, hat er mich erschrocken. Was geschafft. Gut. Ja. Gott sei Dank. Ja, Leute, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, ne? Beim zweiten Teil. Auf jeden Fall hat mich gefreut. Danke für den Kommi. Und dann geht's später weiter. Wie gesagt, das Spiel ist, hätte ich nicht gedacht, dass es geil ist.